Freunde, willkommen zurück zu Kapitel 2 von Paper Mario. Ja, wir sind hier in der Wüste und ich bin immer noch am Suchen und Suchen und Kämpfen. Das auf keinen Fall vergessen. Ja, leider geht's mir gerade nicht so gut, muss ich sagen. Denn ich weiß leider nicht, wo es hier weitergeht. Das müssen wir nun einfach mal herausfinden, indem wir uns hier ein bisschen umschauen. Und ja, okay, sehr gut. Ja, und ihr seht auch schon, ich habe es sehr, sehr knapp gerade mit meinem Leben. Deshalb fände ich es gut, wenn wir mal ein Item finden würden. Ansonsten muss ich gleich einfach auf mein Level up hoffen. Ein Herz. Saures Tonic. Ein sehr saures Tonic. Heilt Vergiftung und Verschrumpfung. What? Okay, unser Inventar ist voll, das wusste ich nicht. Dann setze ich, glaube ich, mir lieber mal. Komm. Lieber mal ein Item ein. Damit ich es mitnehmen kann. Hier, Trockenpasta. Egal. Ess sie einfach. Sonst bist du down, Mario. Ist egal. Nicht so lecker, aber hey. Bin jetzt gerade nicht wählerisch. Wollen wir gegen ihn kämpfen? Komm, wir kämpfen gegen ihn. Bam. Ach, schade. Alle einen Kopf kleiner. Und nicht nur einen Kopf, sondern auch einen ganzen Körper kleiner. Bam. So, nach diesem Kampf haben wir dann zumindest endlich mal ein Level up. Alter, ich bin tot. Ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Trifft alle Gegner an. Ja, die haben wir letztes Mal gefunden. Ich setze direkt ein. Ja, let's go. Ich bin sonst wirklich tot hier. Verdammt. Voll daneben eigentlich, aber egal. Oh, die XP. Ja, die kann ich nicht gebrauchen. Level up! Endlich! Oh. Schön. Wir haben endlich wieder unsere 10 BP. Die haben wir so nötig. So, was wir auch noch nötig haben, ist natürlich... Was macht der Schein hier? Nichts? Cool. Ist natürlich auch noch unsere Ordenpunkte. Müssen wir halt das nächste Mal drauf sparen. Ich hätte gern diesen Block. Ich hätte wirklich, wirklich gern diesen Block. Ich riskiere es. Ein Cent! Ja, der Cent! Oh, ein Item, ein Item, ein Item! Ein Item! Ruft einen schrecklichen Geist, der die Gegner verjagt. Stimmt, warum habe ich das eigentlich nicht eingesetzt? Bisschen dumm von mir. Aber auch gut, hier links kann man nicht lang? Nee. Das sind überall große Felsen. Ich frage mich, ob die Felsen nur Deko sind oder ob die irgendwas bedeuten. Oh, haben wir hier nicht schon mal? Also der Block ist aktiviert, ich weiß es nicht. Nein, hier waren wir nicht. Ja, okay, ich muss jetzt gegen den kämpfen. Spiel hat mich gezwungen! Oh Gott, was ist das denn hier wieder schon? Was ist das denn hier schon wieder für ein Blödsinn? Bam! Oh, der hat 5 Leben insgesamt. Oh. Nicht gut. Killen wir den ersten zumindest schon mal. Bam. Das Geräusch geht mir langsam auf die Nerven, bin ich ganz ehrlich mit euch. Kontern ist nicht meine Stärke in diesem Game. Überhaupt nicht. Das kostet halt 3, ne? Das ist das Problem. Das ist mir einfach zu viel. Zumindest im Moment. Ja, greif an. Die anderen können ruhig mit den 2 Cent, was sie da haben, abhauen, wenn sie unbedingt meinen, die müssen damit jetzt abhauen. Ja, komm, haut drauf. Tschüss. So. Und ihr dürft trotzdem noch mein ganzes Geld zurück. Perfekt. Ein Pilz! Ein Pilz! Ein... Was soll das heißen? Das gibt's nicht. Nein, Alter! Ja, oder so. Wir sitzen gerade aus. Komm, ess ihn einfach. Passt schon. Und gib mir schnell das andere Item wieder. Bitte. Dankeschön. Ich bin gar nicht gewohnt, volles Pack hier zu haben. Okay. Da unten geht's dann wieder zurück, glaube ich.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier die ganze Zeit nach rechts gehen, irgendwann was Wahnsinniges zutreffen. Noch ein Item. 1 Cent. Kein Item. Noch ein Cent. Ja, noch ein Cent. Oh, oh, ja. Schau dich an. Schau dich an. Huh, eine Feuerblume. Eine Feuerblume. Verschwinde. Als ob die jetzt despawnt. Nein. Nein. Warte. Das despawnt jetzt aber nicht, oder? So ein Geist-Bowser. Hä? Kollege? Du solltest auch abhauen, ne? Dass der keine Angst hat vor Bowser. Okay, war klar. Das war natürlich klar! Okay, die nehmen wir einfach mit. Nein, die Feuerblume, Hallo! Hallo! Ach Gott! Ja, okay, und da kommt direkt der nächste Gegner. Oh Gott, wo bin ich hier? Worauf habe ich mich hier eingelassen, hä? Komm. Ich nutze kurz die Runde, um mich kurz zu heilen. Der Älteste, verheilt uns. Ich finde tatsächlich Cooper bisher am besten von den Partnern, weil er hat das meiste drauf hat. Oh, das war zu früh. Natürlich. Und das habe ich dadurch einfach komplett meine Punkte verschwendet. Wozu habe ich mich gerade eigentlich geheilt? Ich glaube, ihr seht mein Problem bei diesem Spiel, oder? Ich habe einen chronischen Skill-Issue. So kann man das ausdrücken. So. Aber ihr seid chronisch jetzt im Krankenhaus, Mann! So, und der nächste auch gleich mal dazu. Das ist einfach gerade ungünstig, dass ich aus Versehen falsche Timing gemacht habe. Kann mal passieren. Aber ich sollte es wirklich nicht unterschätzen, Items zu kaufen. Habe ich am Anfang Schmiss gemacht. Ja. Aber hätte ich nicht machen sollen. Machen wir es anders. Nein, machen wir nicht, weil ich es nicht kann. Cool. Dann halt nicht. Boing. Genau, gib mir den Cent zurück. Und du schmeißt ihn zumindest um, dass der noch den Kopf hat. Will mich jetzt beißen oder was? Ja. Nein, er will mich mit seinem Stachelkopf angreifen. Sein Spiky Hairs. Oh, ich bin doch dumm. Ich rede doch gerade über sowas und dann lass mich trotzdem. Reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Und deshalb kämpfe ich nie in dem Spiel, weil wir nur 6 Erfahrungspunkte durch sowas bekommt. Warte mal. Warte mal. Echt jetzt? Wow. Danke. Das aber hat sich gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt. Den muss ich doch nochmal kaufen, wenn der ausgeht. Boah, und wie viel Money wir jetzt haben. Also die Banditen zu besiegen lohnt sich total. Die geben richtig viel Geld. Das merke ich mir. Das ist sehr gut. Oh, Tornado. Ah, hilft der mir weiter? Eigentlich nicht, oder? Oder? Palmen! Gib mir einen Orden! Okay. Gib mir einen Orden! Komm, irgendwas. Warum wollen die mir nichts geben? So geizig. Oh, ein Block. Und ein Gegner. Oh Gott. Mehr als nur ein Gegner. Warum sind so viele leere Blöcke? Warum sind so viele leere Blöcke? Oh, der war nicht leer. Okay. I see how it is. Boing. Und tot. Und ja. Yeah. Sorry, ich musste kurz meine Wut rauslassen. Weiß nicht, das könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Bam, bam. Ach, Mann. Immer die blöde selbe Kacke hier mit euch. Ich hol meinen Cent wieder. Das waren 10 Cent, habe ich gerade gesehen, oben rechts. Die können also mehrere Münzen auf einmal klauen. Nicht immer nur so 2, 4 Stück, sondern auch wirklich 10. Boah. Aber wie gesagt, das lohnt sich. Die geben einem dafür Geld zurück. Alles, was sie geklaut haben. Oh, danke.
Das habe ich gebraucht. Jetzt ist das Sand weg. Schade. Da ich direkt danach in den Kampf gegangen bin, ist das Geld weggegangen. Hier ist Geld. Komm, immer gedrückt halten, immer gedrückt halten, immer gedrückt halten. Ja, ein bisschen was, ein bisschen was. Ist okay. Ist eine okay Ausbeute. Zumindest haben wir jetzt wieder Geld. Hi. Oh Gott. Was soll? Direkt zu viele von euch. Ja, das Ding ist, Gumbario kann nur einmal kurz raufspringen, das war's. Bombett greift halt auch immer nur einen an. Und Paracarry glaube ich auch. Koopa ist der Einzige, der mehrere angreifen kann. Deshalb ist er eigentlich gerade im Vorteil zu usen. Würde ich mal behaupten. Dann habe ich ein Item, das uns hier hilft. Ich habe Honigsirup. Hey, ein Honigsirup ist gleich mal so schlecht hier. Oh, die Feuerblume. Ja, stimmt. Feuerblume wäre auch nicht schlecht. Oh, warte mal. Lassen wir es lieber. Nehme ich erstmal nur den Honigsirup mit. Weil ich kann doch alle mit Koopa angreifen. Wenn ich den Honigsirup nehme. Bam. Guckt euch das an. Alle fliegen sie in die Luft. Mehr oder weniger. Okay, sehr gut. Mist. Ich brauche mein Geld wieder. Ich brauche mein Geld wieder. Kollege, ich bin fast tot. Also ich bin jetzt tot, ne? Ich bin tot. Nein, ohne Witz. Ja. Bin tot. Außer setzt meine Feuerblume ein. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Sonst wäre ich jetzt gestorben. Oder hätte mein ganzes Geld verloren. Und beides wäre doof gewesen. Da opfer ich lieber meine Feuerblume und krieg mein Geld zurück. Okay, das Risiko gegen diese Kämpfe. Das Risiko. Aber die Sternpunkte kann ich gut gebrauchen. So. Ist da noch einer? Ich habe irgendwas gehört. Hab ich noch was zum Heilen? Komm, benutze einfach dieses blöde Ei, ey. Das werde ich bestimmt nicht mehr brauchen. Ich hoffe es. Nein! Die Münze. Yo. Was ist mit euch eigentlich los? Warum müsst ihr mir jedes Mal auf den Senkel gehen? Verschwendet! Hat geklappt. Maritz. Man kriegt aber trotzdem immer Sachen von denen. Dürrobst. Frucht aus der staubtrockenen Wüste. Stellt 50 KP wieder her. Geiles Item. Was, die Pockys droppen das? Heißt das dann, ich soll immer gegen die Pockys kämpfen oder was? Oder was? Ah, schau mal, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir wieder auf dem Main-Pfad. Aber warte mal, beim Main-Pfad kann man ja auch wieder nach unten gehen, theoretisch, ne? Theoretisch, ja. Sollten wir Items kaufen gehen? Ich glaube, es wäre klug, oder? An Mortin Cooperheim. Oh. Okay, das wird ein bisschen dauern, bis ich den abgebe. Aber gut. Ah, erstmal speichern. Ja, erstmal speichern. Perfekt. Kollege! Ich habe nicht einfach so viel Platz. Kannst du mir ein paar Items lagern? Lagern. Kann 32 Items lagern. Okay, das ist gut. Einmal den Rocker Kick. Gerne doch. Noch etwas. Ja. Ja gut, was denn? Nee, eigentlich passt das so. Danke. Nett von dir, Kollege. Den Pilz nehme ich mit. Und ansonsten hoffe ich, dass alles klappt. Hier war noch ein Bett zum Schlafen irgendwo. Ich glaube, hier rechts war das, oder? War eigentlich der Toad? Ja, hier, Toadhouse. Hier kann man, soweit ich weiß, immer kostenlos sich voll aufheilen lassen. Und ja, warum sollte ich das nicht nutzen, wenn ich schon mal gerade hier bin? Lohnt sich ja. Sehe ich kein Problem drin. Dankeschön, Toad. Sendet von dir. Dafür schaut er mich halt die ganze Nacht lang an, aber das nehme ich in Kauf. Steht hier, weil es mir nichts kostet. Hihihihihi.
Und ja, wenn man sich nach unten rumschauen kann in der Wüste, dann mache ich das auch mal direkt. Weil irgendwie sind wir jetzt trotzdem nicht weitergekommen. Noch nicht. Komm, da muss auch was sein. Na komm, Tom. Ja, ein Cent. Komm, noch ein Cent. Ja, noch ein Cent. Freunde, so werden wir reich. Verkauft alle eure NFTs. Wir werden einfach nur die Palmen kaputt hauen. Hilfe. Hilfe. Ich hab Angst. Hilfe. Ist was? Kann ich damit nicht interagieren? Irgendwie nicht. Das war klar, oder? Früher oder später würden die mich einholen. Na gut. Du hast es so gewollt. Komm, das Timing muss jetzt drauf haben. Sonst was. Justus. Sehr gut. Und du machst schon mal anfangen mit Schaden. Okay, wie greift er mich jetzt an? Wie greift er mich jetzt an? Hallo! Ich mache ja kein Ausweichen-Run. Kein Kontern. Eigentlich nur, weil ich es nicht kann. Es wird zu schwer. Oh Gott. Oh Gott. Ich sah jetzt keinen Ausweg. Den musste ich jetzt angreifen, Alter. Was geht denn hier ab? Was ist das hier für ein Irrenhaus? Seht euch das an hier. Bam. Tot ist er. Nicht nur sein Körperteil ist weg, sondern er ganz. Nein, Mist. Nein, Mist. Das Geld. Boah, die machen aber auch immer 2 Damage. Puh. Na gut. Kill ihn. Mit dem Dauerhüpfer. Ein sehr geiles Item, wenn er mich fragt. So, Cooper, bitte sag mir, du kannst ihn da hinten erreichen. Kann er nicht. Gut, mein Geld ist weg. Pff. Ach man. Der hat doch locker jetzt ab. Ja, naja, klar. Ich meine, das ist ja das Klügste, was er machen kann. Pech gehabt. Genauso wie mein Timing. Da habe ich jetzt auch gerade Pech gehabt. Na gut. Die nehmen wir trotzdem mit Dina. Guck mal, jetzt haben wir schon ein halbes Level ab. Nein, mein Geld, da war noch Geld. Nein. Nein. Das macht mich zutiefst traurig. Ach man, oh. Komm, in den Palmen muss doch irgendwann mal ein neuer Orden sein, oder? Wir haben schon so lange keinen neuen Orden gehabt. Aber was war es eigentlich für ein Orden, den wir letztes Mal bekommen haben? Oder vorletztes Mal, oder wann das war? Hier, dieser Sound-Fix. Sound-Attacken. Soundeffekte während Marios Attacken. Hm. Weiß ich jetzt immer noch nicht genau, was das macht, was es bedeuten soll. Hört ihr das? Oh, hm. Limette, ein Frucht aus der Oase stellt 3 BP wieder her. Auch nicht schlecht. Oh, Heilung. Eine Oase hier ist das. Eine Oase mit ganz viel netter, positiver Energie. Oh, hier will ich bleiben. Wohnen direkt mal. Was ist das denn? Das ist ein Superblock. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden? What? Er gewinnt nicht nur an Angriffskraft, sondern er lernt auch eine neue Fähigkeit. Welcher Mitschreiter soll aufgestuft werden? Er erlernt Aufladen. Diese Fähigkeit macht ihn stark. Multirempler, den Gegner wird sehr übel werden. Powerbombe, die Bodengegner werden es hassen. Und Abtransport sagt Tschüss zu einem Gegner. der nimmt einfach mit und sagt Tschüss. Boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich benutze jetzt gerade sehr viel Cooper. Deshalb würde ich ihm eigentlich das geben. Soll dieser Mitschreiter aufgeschoben werden? Ja, mach mal. Muss das nicht mal alles nach der Reihe sein? Wenn ich Cooper gerade viel benutze, dann lohnt sich doch für ihn am meisten, oder? Cooper wurde in den Superrang aufgestuft. Aber keine neuen... Oder hat der neue Ability? Das wirkt schneller. Oder bin ich mir das gerade nur ein? Es wirkt auf mich schon krasser. Ich weiß auch nicht, Mann.
I'm seeing things here. Komm, mehr Geld. Mehr Limetten. Eine gelbe. Zitrone sogar. Ein KP und 2 BP. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ah doch, eigentlich doch schlecht, merke ich gerade. Ein KP ist absolut gar nichts. Das ist Müll. Die Runde dafür zu verschwenden, dass ich ein KP heilen kann, lohnt sich überhaupt nicht. Naja. Schwamm drüber. Ich höre schon. Direkt die Banditen! Wie war das kein Erstreffer? Wie dumm. So, Cooper, dann zeig doch mal. Boah, 4. Parasiert alle Gegner am Boden. Du, ah, so schnell du kannst. Okay. Achso, mehr macht das aber auch nicht. Dem Gegner wurde schlecht. Er kann sich nicht bewegen. Oh, that's neat. Das ist ziemlich cool. Oh, hi. Was gibt's mir jetzt? Yeah. Reduziert den Schaden, den du einstecken musst. Ja, toll. Für die Runde. Ganz großartig. Ich krieg mich kaum noch zusammen. Wow. Bam. Oh, warum habe ich jetzt mehr Damage gemacht gegen die? Hä, oder macht man macht man generell mehr Schaden gegen die? Oder warum war das jetzt so viel? Oh. Oh mein Gott. Wisst ihr, was mir jetzt erst auffällt? Ich merke es jetzt, dass diese FC-Orden dieses die ganze Zeit macht. Was ich ja so nervig finde. Das ist es, oder? Warte, erstmal Geld. Alter! Oh Gott, Alter, wie viel von euch gibt's denn hier? Lass mal den Orden wegmachen, der nervt mich ja total. Wo ist er denn? Okay. Okay, okay, okay. Alter, das sind so viele Banditen! Die wohnen hier gefühlt! Oh Gott, das sind Münzen, das sind Münzen, das sind Münzen. Das ist mir wert. Okay, lasst mich. Und noch mehr Münzen. Alter. Ist da wirklich deren Zuhause hier? Ich klau gerade alles, was die geklaut haben. Alter, das endet einfach nicht. Geil. Ja, hab ich nichts gegen. Nimm mich mit. Na komm, mach auf. Nix. Kann man auch unten noch weitergehen? Oder ist das schon, das unterste? Okay, dann gehen wir gleich mal nach links. Sehen die mich? Scheinbar noch nicht. Ja, geil. Ich mag diesen Ort. Meinetwegen können wir hier bleiben. Nein, okay. Das war nur ein Scherz. War nur ein Scherz, Kollege. Es war nur ein Scherz. Bitte tu das nicht. Du. Bam. Okay, diese neue Cooper-Attacke würde ich dann wahrscheinlich aber nur benutzen, wenn wir wirklich gegen 4 Gegner oder 5 oder so kämpfen. Das lohnt sich dann am meisten, weil es halt so teuer ist. Von den BP her. Ach, Mist. Ey, wir haben jetzt auch richtig viel Geld dadurch gemacht. Mit 100 Münzen. Geil. Kommt so viel zurück. Mario, ich will deine Brieftasche. Let's go. Ich glaube, Mario möchte generell Geld in seine Brieftasche haben. Deshalb release er immer seine Spiele 5-mal hintereinander. Neu. In Deluxe-Variante. So. Ist denn jetzt gut? Nein. Noch nicht ganz. Jetzt ist gut. Jetzt können wir abhauen hier. Tut die eigentlich weh? Ne, die machen einfach nichts, die sind nur Deko. Okay. Ich wollte es auch nochmal ausprobiert haben. So. Ja, gehen wir mal noch ganz links. Wir wollen uns jetzt so oder so noch komplett umschauen in diesem Gebiet. Weil irgendwas fehlt uns doch bestimmt hier noch. Verdächtig. Aber hier scheint nichts zu sein. Dann halt nicht. Nur der eine Cent. Der Cent zählt. Ja, ja. Oh Gott, was wollt ihr denn hier von mir? Was wollt ihr von mir? Ich hab nichts für euch. Lasst mich in Frieden. Warte, hier waren wir doch schon, oder? War es nicht dieses Item? Ja. Hier ist, guck mal, hier ist doch was. Oder nicht? Sieht so verdächtig aus. Ja, hier waren wir schon. Wir haben das Item geholt. Ist aber nichts Besonderes eigentlich. Wo der Typ so gemeint hat, boah, voll krass, Alter. Zähl Geheimnis. Oh, das war schon. Okay, dann hauen wir wieder ab. Dun, 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 dun.
nur Felsen. Das ist ja voll das langweilige Gebiet hier. Schon wieder sowas. Schon wieder sowas. Hi. Ihr macht mir Angst. Deshalb müsst ihr abhauen. Bams. Wir haben einen Spaß. Die alle hier zu vermöbeln. Und mir dann am Ende mein Level up zu holen. Irgendwann natürlich. Irgendwann habe ich mein Level up wieder. Ich freue mich schon drauf. Aua. Mano. Mag ich nicht. Ist gemein. Ja, spring wieder in meine Nase rein. Perfekt. Bam. Hat mich nur 3 BP gekostet und dann war der Kampf schon viel, viel einfacher. Deshalb BP leveln ist wichtig. Und ja, den Tipp habt ihr von mir. Ja, so sieht's aus und ciao. Wow. Wow. Oh, ein Block. Mit nichts. Und. Oh, doch, da ist was. Da sind Münzen drin. Da sind coole Münzen. Die nehmen wir mal. Oh, noch ein Block. Nichts. Ich weiß nicht, was die Designer sich bei dieser Wüste gedacht haben. Über so viele Räume zu kreieren, die alle größtenteils ziemlich leer sind. Und nicht wirklich spannend oder spektakulär. Was zum? Wieso sind die blau? Und was machst du hier? Was stimmt hier nicht? Also irgendwas muss da doch sein, oder? Irgendein Toad wird wahrscheinlich sagen, hey, kennst du diesen Ort mit dem blauen Kakteen? Da musst du dich dreimal im Kreis drehen, dann kriegst du irgendwas krasses. Bestimmt gibt's da so einen Toad, der das sagt, oder? Den Sand brauche ich. Danke. Oh, was? Saures Tonic. Das ist bestimmt für später wichtig. Wir haben schon eins davon, ich weiß. Aber dennoch. Hey, hier waren wir doch gerade. What? Okay. Wenn wir schon mal hier sind, reiche ich kurz auf 10 BP wieder hoch. Wo waren wir noch nicht? Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Hier war das Paradies von denen. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ein Orden. Kann Paracarry mich da hincarry? Geht das? Ich glaub's irgendwie nicht. Aber ich probier's trotzdem mal. Kollege, ich muss nach oben. Nicht nach links. Ich gehe mal aus. Das heißt nein. Oh, schaut mal. Da hat jetzt so ein Abzeichen, weil ich ihn hochgelevelt habe. Kann man die dann nochmal hochleveln? Oder ist das dann so das einzige Mal? So. Brauchen wir hier einen anderen Begleiter für oder sowas? Oh, eine Uhr. Die will ich haben. Nein, oder? Nein, oder? Warte. Ich kann doch bestimmt nach links und dann wieder rechts, oder? Oder? Ja, danke. Danke, Spiel. Kriegen einen zweiten Versuch. Sehr nett. Bonk. Und bam. Was macht das? Stoppuhr, paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Was soll das denn heißen, wenn es funktioniert? Hm? Ist aber nicht so nett. Na gut, warum habe ich es jetzt eingesammelt? Jetzt die spawns gleich wieder, ne? Schmeiß das saure Tonic weg. Wir haben noch ein anderes davon. Ja, weiß ich jetzt nicht. Hat aber auch nicht so viel Platz im Winter. Wenn man das auch noch upgraden könnte, wäre eigentlich auch noch ganz cool, oder? Eigentlich schon. Noch ein Kaktus. Und ein Block. Aber Berge scheint hier nicht zu. Nicht so sein. Außer ein paar Banditen. Und Pokis, die sind ganz fein. Aber mehr ist hier nicht. Du. Na gut, die sind überall diese Tornados, aber ich sag's euch, die werden bestimmt nichts bringen. Hi! Erster Griff! Yay! Finally! Auch mal getroffen damit. So, Kollege, hau ab! So, damit ihr merkt, dass ich auch ernst meine. Hau ab! Und er macht jetzt 3 Schaden. Warte, ich habe Cooper jetzt effizient als den besten Carrier gemacht, weil er von allen meinen Kollegen jetzt hier am meisten Damage macht. Er macht halt 3 Schaden. Ja, geil.
Aber nicht so geil, weil Koopa kann nur... Obwohl, warte. Ich brauche die nur einmal antitschen, dann gehen die mir das Geld schon zurück. Ich muss sie nicht killen. Ja, okay, doch, dann ist geil. Dann ist geil. Doch, bin zufrieden. War ein gutes Investment in Koopa. Okay, sehr gut. Krieg man eine 151 Pokémon nicht? Verdammt. Nicht mein Mew. Wir machen das anders. Koopa macht ja jetzt mehr Schaden als Mario. Deshalb muss ich ihn jetzt taktischer einbauen. Vorher war es einfach nur, wer zuerst angreift, ist egal. Aber jetzt... Jetzt lohnt sich das viel mehr. Seht ihr? Hätte ich es andersrum gemacht, hätte ich ein Problem gehabt. Ja, mehr XP, mehr XP! Komm! Komm, gönn! 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 Ja! Vielleicht hat der Zauber ja mir auch jetzt mehr Likes gegeben auf dieses Video. Na, schaut mal nach. Na komm, schaut doch mal nach, Freunde. Schaut mal nach. Weg da! Komm schon. Ist noch irgendwas drin, bevor ich die Folge beende? Ja, hier ist noch Geld. Geld. Ganz viel Geld. Ja. Weil endlich im YouTube-Partnerprogramm drin bin. Ja, Geld. Oh Mann. Nein, hey, ich wollte aufhören. Ich wollte die Folge beenden, Kollege. Nö, ich beende jetzt einfach. Ist mir egal.